Herr Böker, wie bewerten Sie denn generell das Potenzial von 5G-Campusnetzen? Also 5G-Campusnetze werden ein großes Potenzial haben, weil die Unternehmen jetzt gerade in der Phase sind, dass sie ihre Anwendung entdecken. Und Unternehmen sind damit konfrontiert, dass immer mehr vernetzt wird, dass immer mehr Daten produziert werden. Wir haben ein jährliches Datenwachstum von 30-40%. Und das muss natürlich über hochperformante Infrastrukturen transportiert werden. Wir haben hier ein super spannendes Setup mit tollen Demonstratoren und wir haben auch schon einige Potenziale gesehen, gerade im Bereich digitaler Bildverarbeitung, Videostreaming mit 5G-Technologie. Da ergeben sich also große Potenziale und da erwarten wir uns für die Zukunft auch eine gute Zusammenarbeit. Was mich total inspiriert hat, ich durfte mich mit einer digitalen Brille auseinandersetzen, genau, und hatte dann im Grunde genommen einen Service eines Mitarbeiters, der mir beigebracht hat, wie ich eine Maschine wieder instand setzen kann. Und das fand ich absolut spannend, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja auch durch die Überalterung unserer Mitarbeiter und der Erforderlichkeit, gewisse Funktionen wieder zu besetzen, wo wir heute uns schon Sorgen darüber machen, wie wir das schaffen werden, da auch eine Qualifikation sicherzustellen, darüber unheimlich tolle Möglichkeiten bekämen. Wir sehen die 5G-Technologie als eine Schlüsseltechnologie und wollen diese Technologie in diversen Anwendungen bei der Carl Zeiss anwenden. Welche Potenziale siehst du für 5G-Campusnetze, vielleicht auch gerade im Logistikbereich? Ja, also relativ viele. Momentan kommen wir noch mit Wi-Fi klar, aber wir haben relativ große Lagerflächen und zunehmend viele auch IoT-Devices. Wir haben jetzt weniger das Problem der Latenz, aber sicherlich ermöglichen oder eröffnen sich auch da mit der geringen Latenz einfach auch neue Möglichkeiten. Matthias, wie sieht dein Fazit aus bis jetzt? Oh, super Abend. Auch wenn es schwierig war, der Weg hierher, aber es läuft alles. Das Team hat alles gegeben. Hat Spaß gemacht, jetzt auch den Abend vorzubereiten und ich freue mich eigentlich auf das, was jetzt kommt mit unserem 5G-Netzwerk.